1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio 7. Ja, 7, genau 7. 7 heißt unser Thema heute Nacht. Ich möchte gerne mit euch sprechen über Geschichten rund um die Zahl 7. Vielleicht hat von euch jemand 7 Millionen Euro gewonnen. Vielleicht hat jemand von euch mit 7 Leuten schon mal gleichzeitig Sex gehabt. Vielleicht ist jemand von euch genau 7 Jahre lang schon erkrankt. Wie auch immer, es gibt wahrscheinlich wahnsinnig viele Geschichten und Ereignisse rund um die Zahl 7. Wenn ihr mit mir gerne darüber sprechen wollt, über das Thema 7, die Zahl 7, Geschichten rund um die Zahl 7, dann ans Telefon 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. 7 heißt unser Thema heute Nacht und die erste Anruferin zum Thema 7, die heißt Helga und ist 69 Jahre alt. Hallo Helga. So ist es, ja. Lieber Domian. Ich begrüße dich. Hallo Helga, schön, dass du da bist. Du, da hast du was angerichtet mit mir. Ehrlich? Inwiefern? Jetzt pass auf. Ja. Vorgestern Nacht, vom Dienstag auf Mittwoch, ja, habe ich geträumt, ich sehe alles 7 mal. Alles mit 7. Ich denke, was soll denn der Scheiß? Ich denke, mit 7 aufgewacht. Da habe ich gedacht, so, jetzt schlafe ich gar nicht mehr ein. Ich konnte sowieso so schlecht weiterschlafen. Mhm. Jetzt muss es doch eine Möglichkeit geben, alle Symbole mit 7 mal aufzuführen. Und gestern höre ich dich im Fernsehen. Ja. Ich denke, das darf doch nicht wahr sein. Vorgestern träume ich das. Erklär mir das mal mit dem Traum. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Was genau hast du da? Das ist eine mystische Zahl. Eine mystische, eine magische Zahl. Ja. Ja. Mhm. Und jetzt sollte ich, das heißt, du hast das angefordert, wir sollten Symbole oder irgendwas mit der 7 vorbringen. Genau. Und jetzt halt mal deine Luft an, jetzt erzähle ich dir was. Bitte. Der Wolf und die 7 Geißlein, ja. Schneewittchen und die 7 Zwerge, ja. 7 Meilenstiefel, ja. Die 7 Schwäne, ja. Die 7 Räuber, 7 auf einen Streich, mhm. Die 6 Gescheiten, die 7 Schläfer, ja. Ein Buch mit 7 Siegeln, die 7 Weltmeere, die 7 Weltwunder, alle 7 Sachen packen, der 7 Sinn. Über 7 Brücken musst du gehen? Hab ich alles drauf. Hast du alles drauf? Der 7. Tag vom lieben Gott da und das 7 Gestirn, Mars, Merkur, Pluto, Venus, Saturn, Mond und Sonne. Das 7 Gebirge, der 7. Himmel, die 7 Todsünden, 7 Tage, 7 Nächte. Alle 7 Jahre verändert sich der Körper eines Menschen. Mhm. Der große und der kleine Wagen am Himmel bestehen aus 7 Sterne, 7 fette und 7 magere Jahre. Über 7 Brücken sollst du gehen. Das verflixte 7. Jahr, mhm, und der zerbrochene Spiegel bedeutet 7 Jahre Unglück. Genau, genau. Und der Film Die glorreichen 7. Jetzt kommst du wieder dran. Das ist eine perfekte Einführung in das Thema, was du jetzt mir hier präsentiert hast, Helga. Ja, du bist perfekt. Aber jetzt muss ich noch mal fragen mit dem Traum. Du hast wirklich was 7, so über die Zahl 7 geträumt vorgestern. Ich habe alle 7 mal um mich rum gesehen und wusste von deiner Ansage noch gar nicht. Das ist natürlich eine schöne, ist auch schon mystisch, ne? Ich bin ja sowieso so ein bisschen angehaucht. Ja, ja. Aber das ist interessant, was du gerade vorgelesen hast. Da sieht man, wie diese Zahl 7 ist überall, ne? Und das ist noch gar nicht alles. Ich glaube, da könnte man wahrscheinlich noch viel mehr. Es gibt bestimmt noch viele Menschen, ja, die noch mehr rausgraben. Das ist ja eine richtig, eine Voodoo-Verbindung zwischen uns beiden. Ne? Ja. Du wusstest noch gar nicht, dass wir das machen, und dann träumst du und dann holst du das alles vor uns raus. Ja, das ist glaube ich, ein Zufall jetzt ja gewesen. Wollen wir es nicht überbewerten? Nee, ich meine, ich bin ja ziemlich verträumt schon, aber ich bin auch Realist auf der anderen Seite. Ja, wenn ja manche sich da hervortun und sagen, ich will das nicht unterstellen den Leuten, aber ich habe geträumt, ich habe es gerochen, dass der stirbt oder weiß ich was. Du, mit solchen Sachen, Domian, bin ich vorsichtig. Ja. Weißt du, ja, man
Vorsichtig sollte man sein, aber manchmal trifft das auch schon zu. Ja, es gibt aber auch viele, die sich da ein bisschen hervorheben damit. Und das will ich nicht. Ja, ich schreibe nachts Gedichte und ich habe seit einer Woche aufgehört zu rauchen. Mann, Glückwunsch, Glückwunsch. Nach wie vielen Jahren? 30 Jahre. Und wie geht's dir im Moment? Gut. Ja, Moment, ich habe da andere Mühe, aber darüber wollen wir gar nicht reden. Nee, aber immerhin, also eine gute Leistung, zu entscheiden mit 69, jetzt ist Schluss, ich rauche nicht mehr nach 30 Jahren. Du, ich habe ein Gedicht gemacht, das muss ich dir noch kurz sagen. Bitte. Ich habe ja alle Gedichte im Kopf. Liege ich des Abends in meinem Bett, obwohl ich da gar nicht rauche, rauche ich noch eine Zigarette. Nach des Tages Mühe und Plag, ich noch gerne qualmen mag. Doch es ist nicht sehr gesund. Mancher kam, schnappt den Hund. Aber wer in Maßen raucht, sich nicht Sorgen machen braucht, für die Leber oder Lunge, da bleibt er doch ein strammer Junge. Ach, es gibt so viele Namen für Männer, eben die Starken und Schwache den Damen. Oft ist es im Grunde nur der reklamefeine Tour, die uns den Verstand verderben. Und die Letzten dann, die Erben, schreiben damit Fliegern, er rauchte Stäubesand. Jeden Tag so 50 Stück, denn das war sein höchstes Glück. Heute schon liegt er hier im Sande und man spricht im ganzen Lande, dass er's übertrieben hat. Ja, man war auch wirklich platt, denn nach einem knappen Jahr, heider Daus, was sah man da? Aus der Enge tiefstem Raum wuchs nun noch ein Tabakbaum. Helga, grandios, das machst du so nebenher, du bist Dichterin. Ich hab auch. Und hast es wirklich aus dem Gedächtnis heraus gerade so... Alles aus dem Stich. Nichts vorgelesen einfach. Wie hinter fortverwehten Hüten, so jagen wir Terminen nach. Vor lauter Hast und Arbeitswüten liegt unser Innenleben brach. Wir tragen Stoppuhren in den Westen und gurgeln abends mit Kaffee. Wir hetzen von Geschäft zu Festen und denken nur an Exposé. Wir rechnen in der Abendpause und rauchen 20 pro Termin und kommen meist erst spät nach Hause, um frische Wäsche anzuziehen. Wir können nicht mehr gehen. Wir traben und sitzen kaum beim Essen still. Wir merken, dass ein Herz wir haben, erst wenn die Pumpe nicht mehr will. Lieber Helga, ich danke dir für deinen Anruf, danke dir für den schönen Vortrag und danke dir für die tolle Einführung in unser Thema 7. Jetzt passe ich auf, wer sich jetzt noch meldet am Fernsehen. Gucke ich rein. Ich bin auch gespannt. Ich bedanke Dankeschön, mich. Dankeschön, Helga. Gern. Alles Gute. Alles Gute dir auch. Tschüss. Tschüss. Also ihr Lieben, unser Thema heißt 7 und ich möchte gerne mit euch reden über Sachen, Geschichten, die direkt irgendwie mit 7 zusammenhängen. Vielleicht wart ihr 7 Jahre, seid ihr seit 7 Jahren krank, vielleicht habt ihr 7 Millionen im Lotto gewonnen. Irgendwas, Geschichten rund um die Zahl 7. 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Und hier ist Steffi und Steffi ist 21 Jahre alt. Hallo Steffi. Morgen, Domian. Guten Morgen. Thema 7. Ja, ich bin seit 7 Jahren krank. Ja. Also das ist jetzt das 7. Jahr. Ja. Ich habe eine Essstörung, also die ist mittlerweile chronisch, ich habe Bulimie. Mhm. Und wie ich gerade schon sagte, das verflixte 7. Jahr, es hat schon in sich gehabt. Ich lag Anfang des Jahres lange auf Intensivstation, weil ich jetzt massive körperliche Probleme dazu bekommen habe. Ja. Also 7 Jahre essgestört. 7 Jahre Bulimikerin. Bulimikerin heißt, dass du es immer wieder erbrichst, das, was du zu dir nimmst. Ja. Also ich habe Essanfälle, die sind jetzt mittlerweile, habe ich die tagsüber, also 5-mal ungefähr. Ja. Und nachts auch. Also ich kann kaum mehr schlafen, weil ich nachts auch nur esse. Du sagtest gerade, du lagst in der Klinik. Lagst du wegen der Bulimie in der Klinik? Oder? Ja, also ich hatte einen Eiweißmangel, einen schweren Eiweißmangel und hatte Wasseransammlungen im Bauch und in der Lunge. Und dann habe ich noch durch den Abführmittelmissbrauch, den ich da noch stark hatte. Abführmittelmissbrauch? Das heißt, du hast Abführmittel genommen, um so schnell wie möglich alles wieder loszuwerden, was du nicht erbrochen hast. Ja, und da habe ich dann noch eine schwere Darmentzündung gehabt. Also sehr schwer erkrankt. Sehr schwer erkrankt. Bis zu 5-mal am Tag so Essfressattacken. Ja, so ungefähr. Auch nachts. Ja. Wie lange liegt jetzt die letzte Attacke zurück? Ungefähr eine Stunde. Eine Stunde.
Gelingt es dir, alles noch zu erbrechen? Ja. Steckst du dir den Finger in den Hals oder wie machst du es? Es geht schon mittlerweile, es ist schon automatisch. Also. Das heißt, du stehst einfach nur vor der Toilette und konzentrierst dich drauf und kannst es dann wieder erbrechen? Ja. Mhm. Was überhaupt behältst du bei dir? Gar nichts. Ich esse gar nichts. Außer ich war jetzt vor einem Monat ungefähr auch in der Klinik, auch weil ich Probleme wieder hatte. Und dann habe ich da mal 2 Tage dann gegessen, aber seitdem dann auch nichts mehr, was ich dann bei mir behalten habe. Mhm. Also es gibt auch nicht mal einen Joghurt oder einen Apfel oder so etwas? Nee. Gar nichts? Kaffee und Zigaretten, aber... Mhm. Also Getränke, das geht, aber jegliche Lebensmittel... sind unmöglich bei dir zu behalten. Ja, es ist halt auch so, dass ich auch, also nicht nur körperlich, dass es halt seit dieses Jahr so schlimm ist, sondern auch, also ich habe große finanzielle Probleme, weil es halt sehr teuer ist, die Beschaffung immer von Lebensmitteln. Was sind das für Lebensmittel, die du zu dir nimmst? Es sind alles, ja, also meistens halt fett, zuckerhaltig, was schnell geht, wo ich dann so richtigen Heißhunger drauf auch entwickle. In welcher Menge nimmst du die Sachen dann zu dir? Zum Beispiel jetzt die letzte Fressattacke. Was hast du da alles gegessen? Also was habe ich gegessen? Ich habe Nudeln gegessen, Brote, Cornflakes. Also ich denke mal, das würden andere Leute nicht an einem Tag essen. Mhm. Also wenn man es auf einen Tisch häufen würde, eine riesige Menge. Ja. Und dazu dann auch noch süße Sachen hinterher? Ja, Schokolade oder ja, das Eis, Kuchen. Es kommt dir, während du das isst, nicht darauf an, wie das schmeckt? Also geht es dir hauptsächlich darum, das in dich hineinzuschlingen? Oder gibt es am Anfang noch so eine Phase, wo du sagst, es interessiert mich auch noch, weil das einfach angenehm im Mund ist und ich will es schmecken? Ja, das auch, aber ich schlinge alles eher nur runter. Also ich glaube, ich kriege es gar nicht richtig mit. Hm. Was überwiegt? Überwiegen mehr so kräftige Sachen oder süße Sachen? Das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Das ist halt so, dass ich jetzt auch schon, ich habe schon ziemlich einen Mist gebaut, ich habe schon Dinge versetzt, um mir mein Essen finanzieren zu können. Ich habe einen Ladendiebstahl gemacht im Februar, ich bin erwischt worden, habe einen Selbstmordversuch gemacht und das Schlimmste ist eigentlich, dass ich auch schon vor einigen Monaten Sex hatte für Geld. Mhm. Also es ist wie eine Spirale, die dich so nach unten zieht. Ja, und ich dachte immer, es gibt eigentlich keine Steigerung mehr. Mhm. Das heißt, du kannst auch keinen Beruf nachgehen? Nein. Hast du irgendwann, vermutlich hast du nichts gelernt, ne, wenn du so lange schon erkrankt bist? Ich habe eine Ausbildung angefangen, ich habe die abgebrochen. Überhaupt, von was hast du denn die letzten Jahre gelebt? Also leider lebe ich auf Kosten des Staates, weil es geht nicht anders. Mhm. Also du lebst alleine oder lebst du noch in deiner Familie? Ich lebe alleine, schon seit jetzt mittlerweile fast 3 Jahre. Mhm. Ich habe vorher im Heim gewohnt. Ach so. Aber die Bulimie hat im Heim schon angefangen? Nee, ich bin mit 14 krank geworden, war dann 10 Monate stationär in Behandlung und bin von dort aus dann in die Wohngruppe gegangen, weil ich halt... familiäre Probleme auch habe und weil die halt meinten, ich könnte dann wieder rückfällig werden. Wussten die, haben die das in der Wohngruppe mitbekommen, dass du Bulimikerin bist? Ja, das hat da angefangen. Dann. Mhm. Ich habe erst Magersucht gehabt und habe 30 Kilo abgenommen. Ja. Wie viel wiegst du denn jetzt im Moment? Also im Moment wiege ich 48. 48 bei einer Größe von? 1,72. 1,72. Mhm. Mhm. Hast du Freunde? Ich habe eine beste Freundin, die ist selber erkrankt an Magersucht und die zieht aber jetzt nächsten Monat auch um, weil die dort in eine andere Stadt eine Umschulung macht und kaum Kontakte, weil ich mich sehr dann auch zurückziehe und halt nur noch mit mir beschäftigt bin und meiner eigenen Welt lebe. Hast du schon mal einen Freund gehabt? Ja, aber das ist immer nur kurzfristig und ich komme, ich mag mich überhaupt nicht, ich komme mit mir gar nicht klar und ich kann mir nicht so vorstellen, wenn mich jemand anders halt so berührt und Also ich habe gerade so ein Bild von dir, dass du da in deiner Wohnung sitzt, den ganzen Tag dreht sich das Denken um das Essen, wie beschaffe ich mir jetzt was? Ja. Du letztendlich sehr scheu bist, eben sehr isoliert lebst und die einzige Gesprächspartnerin ist, wie du es gerade beschrieben hast, deine beste Freundin. Ja, das ist halt so, entweder bin ich halt hänge ich über der Kloschüssel oder bin am Essen oder ich liege im Bett und bin am Schlafen, weil ich so kaputt dann auch bin.
Das hört sich alles extrem dramatisch an, Steffi. Extrem dramatisch. Bis hin zu den ganzen sozialen Folgen, wenn du jetzt auch noch sagst, dass du dein Geld mit Sex dir verdient hast, auch schon, um das Geld zu bekommen für Lebensmittel. Ja, das hat dann im Endeffekt für 2 Tage gereicht. Jetzt ist natürlich die handfesteste und wichtigste Frage, ob du wegen dieser Angelegenheit, wegen der Bulimie, in einer psychosomatischen Klinik schon warst. Ich bin seit 7 Jahren, also seitdem ich krank bin. Ich habe auch noch eine Borderline-Diagnose, aber ich denke, das ist nicht so vordergründig. Ich bin seit 7 Jahren ständig in Behandlung, weder ambulant oder stationär. Auch konkret wegen der Bulimie? Ja, ich habe unter der Borderline-Störung, also ich habe schon viele Sachen abgebrochen, weil ich dann doch nicht den Willen hatte, was zu verändern. Und meine Therapeutin redet schon sehr lange auf mich ein, doch nochmal in eine Spezialklinik zu gehen. Ich habe jetzt endlich zugestimmt und... Ach, das hast du gemacht? Ja, ich habe jetzt mich auch angemeldet und das kann aber alles noch dauern und die haben meistens auch also ziemlich lange Wartezeiten. Willst du gesund werden? Ja, also ich... Das ist eine gute Frage. Also ich muss, glaube ich, auch... Oder hast du Angst vor dem normalen Leben? Dein ganzes Leben? Ich bin das gar nicht mehr anders gewöhnt. Ich kenne es gar nicht mehr anders. Dennoch, hast du Wünsche und Träume, wo, wenn du manchmal so zu Hause alleine da sitzt und liegst und denkst, ach, das wäre schön, wenn das und das eintreten würde irgendwann. Gibt es sowas? Ja, dass ich eine Ausbildung mache. Ja. Dass ich meinen Eltern das zurückgeben kann, was die mir alle gegeben haben. Die macht sich so viele Sorgen um mich. Und dann liege ich dann wieder im Krankenhaus, weil ich vielleicht eine Überdosis Tabletten genommen habe. Also Ausbildung wäre ein Traum auch Familie? Ja. Kinder vielleicht irgendwann? Ja, eigentlich mein größter Wunsch ist halt, dass ich in Anführungsstrichen ein normales Leben führen kann. Also das sind ja schon Ziele, das ist ja schon sehr wichtig, wenn man ein Ziel hat. Und auch wenn sehr viel schon passiert ist in den letzten Jahren und du sehr nach unten gesunken bist und verdammt weit runter gesunken bist, gibt es ja immer noch die Chance zum Neuanfang. Die hast du. Ich habe jetzt nur so Angst, diese Wartezeit, das sind meistens 3 Monate bis zur Aufnahme in eine Klinik. Ich habe Angst, ich schaffe das bis dahin nicht mehr. Ich glaube, wenn du jetzt so eine, ich sag mal, so eine Horrorbiografie schon hinter dir hast, wirst du die 3 Monate, zu dem du ja auch noch in einem therapeutischen Kontakt bist, wirst du es auch schaffen. Ja, meine Therapeutin sagt, ich kann auch stationär aufgenommen werden, bei mir hier in der Gegend, aber das sind halt meistens Kliniken, die haben keine Ahnung von Essstörungen. Die sind auf andere Krankheiten, Depressionen, Psychosen. Also, ich finde gut, dass du bereit bist dazu, das zu machen. Dass du nochmal jetzt sagst, okay, ich will es nochmal wissen und will es mir zeigen und will es schaffen. Geh in ganz engen Kontakt mit deiner Therapeutin, wie diese 3 Monate zu überbrücken sind. Das wirst du auch noch schaffen. Mit dem Ziel, dass du in 3 Monaten in die Klinik kommst, wirst du das schaffen, diese 3 Monate hinter dich zu kriegen. Bin ich ganz sicher, Steffi. Ja, es ist auch so, wenn ich dann stationär bin oder so, dann lasse ich mich auch ganz schnell wieder entlassen, weil ich dann Druck kriege. Ich habe dann so ein... Wenn ich dann nicht da ausleben kann, dann ziehe ich mich zurück, dann lasse ich mich entlassen. Okay, das darf natürlich nicht passieren. Du musst natürlich jetzt irgendwann, musst du auch mal sagen, jetzt muss ich so stark sein und muss so gegen mich angehen, weil ich ja wirklich ein Ziel vor Augen habe. Dein Ziel ist eben die Familie, das Ziel ist deine Ausbildung und so weiter. Steffi, wir machen es mal so, wir rufen dich jetzt nochmal an. Ja. Dann kannst du in Ausführlichkeit mit meiner Psychologin nochmal sprechen. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, alles Liebe. Dankeschön. Okay, tschüss. Tschüss. Geschichten rund um das Thema 7. Ich möchte gerne mit euch reden über Geschichten rund um das Thema 7. Wenn ihr mich gerne anrufen wollt, 0800 220 5050 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Und hier ist Christine und Christine ist 57 Jahre alt. Hallo Christine. Hallo. Hallo Christine. Guten Abend. Ja. Thema 7. Ja, ich habe da, die 7 begleitet mich mein ganzes Leben. Und zwar im negativen Sinn eigentlich. Mit 7 Jahren... Mein Sohn war ein 7-Monats-Kind, hat 2100 Gramm gehabt damals, ist einigermaßen normal aufgewachsen bis zu seinem 7. Lebensjahr, dann wurde er an Leukämie krank. An was? An der Chemie krank? Leukämie. An Leukämie krank. Dazu muss ich sagen, seine Geburtszahl ist im Querschnitt 7.
Mhm. Ja, der wurde am 4.10.73 geboren. Mhm. Dann wurde er Leukämie krank. Nach 7 Jahren hat er einen Gehirntumor gekriegt, den ersten. Mhm. Und mit 17 hat er den zweiten gekriegt und ist mit 17 Jahren gestorben. Mhm. Sein Todestag ist genauso wieder die 7. Ja. Jetzt zucke ich ja schon zusammen. Du bist 57. Und ich bin 57 jetzt. Ja, ja. Ja. Also würdest du jetzt so für dein Empfinden und nach dem, was du gerade erzählt hast, sagen, dass das die absolute Unglückszahl ist, die dich jetzt in deinem Leben verfolgt hat? Nein, eigentlich nicht. Da ich viel mit Esoterik zu tun habe, sehe ich das nicht so. Mhm. Sondern, wie siehst du? Es ist Unglück, ja. Die 7 ist eine Unglückszahl in dem Sinne, mit dem, was ich damit erlebt habe. Aber wie soll ich das jetzt sagen? Es ist eine mystische Zahl, wie die Helga schon vorher gesagt hat. Mhm. Und irgendeinen Sinn hat das alles gehabt. Mhm. Was für einen Sinn hat es gehabt für deine Auffassung nach? Ich meine, es ist ja nun sehr viel Leid gewesen und sehr viel. Ja, ich habe auch selber einen Gehirntumor noch gehabt. Bin selber daran operiert worden und ich war 38, wo ich einen Schlaganfall gehabt habe, aufgrund der schweren Pflege meines Sohnes. Mhm. Mhm. Also es hat also du hast aber mich ziemlich gebeutelt. Ja, aber du meintest gerade, es hat auch irgendwie einen Sinn gehabt. Welchen Sinn hat es gehabt? Ja, für mich ist die 7 eine Schicksalszahl, weil ich immer sage, übrigens ist mein Vater auch mit 61 gestorben. Das war auch die Querzahl 7. Mhm. So, aber jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen. Du sagst, es hat irgendwie auch was Gutes gehabt, obwohl das so schlimm war mit deinem Jungen. Ja, ich sehe in allem Schlechten auch was Gutes. Man weiß nur noch im Vorher nicht, für was es gut ist. Mhm. Das heißt, du weißt es auch jetzt im Nachhinein nicht, für was es gut war. Im Moment noch nicht. Ein Gutes hat es gehabt, mein Sohn hat nicht mehr leiden müssen. Mhm, Er hat viel mitmachen müssen, er hat auch gewusst, was er hat. Er wusste von Anfang an, welche Krankheit er hat. Er wusste nur nicht, dass er dran sterben kann. Das hat er später so mit 10, 11 mitbekommen. So, jetzt bist du 57. Hast du Angst, dass jetzt irgendwie noch jetzt was passieren könnte, da nun in deinem, in der Zahl die 7 drin ist, in deinem Alter? Eigentlich nicht. Mhm. Eigentlich nicht. Also man kann sagen, dass in deinem Leben die 7 eine große Rolle gespielt hat. Ja. Eine schlimme Rolle auch gespielt hat. Ja. Du dennoch nicht so ganz verzweifelt bist, weil du denkst, irgendwie hat das seinen Zusammenhang, den ich noch nicht so richtig sehe. Ja. Mhm. Ganz genau so sehe ich das. Mhm. Und ich denke, es gibt bestimmt noch mehr Leute, die auch ein schlimmes Schicksal haben. Sie sollen sich einfach nicht daran zerbrechen oder verzweifeln dran. Mhm. Weil ich weiß nicht, aber zu mir hat man oft gesagt, jemand anderer, der nicht so stark ist wie ich, der wäre vielleicht ja im Irrenhaus gelandet oder hätte Selbstmord gemacht oder sonst irgendwas. Mhm. Weil das ist bei mir, zieht sich das wie ein roter Faden seit 30 Jahren bald. Ja. Ja, durch. Nur Schicksalsschläge und ja. Und trotzdem immer noch tapfer und immer letztendlich positiv, ja. Ja, ich muss positiv bleiben. Wenn ich mich selber aufgebe, das bringt mir nichts. Mhm. Liebe Christine, lass uns einfach mal so stehen, was du gesagt hast. Auch als Ausdruck der Hoffnung. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und hoffe auch, dass jetzt die 7 in der 57 nichts Schlimmes für dich bedeuten wird mehr. Das denke ich nicht. Ich werde in 3 Wochen meinen 57. Geburtstag feiern. Ja. Und ich denke, dass das schon so okay ist. Ja, das hoffe ich auch. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Tschüss. Geschichten rund um die Zahl 7. Das ist unser Thema heute und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Vielleicht 7 Jahre Haft liegen hinter euch oder ihr habt 7 Millionen Euro im Lotto gewonnen oder ihr hattet Gruppensex mit 7 Leuten oder was weiß ich. Also es gibt ja viele Zusammenhänge mit 7. Es muss ja nicht immer nur den mystischen Aspekt haben, sondern ganz einfach einen sachlichen Hintergrund haben. 0800 220 50 50. Hier ist Hannelore und Hannelore ist 53 Jahre alt. Hallo Hannelore. Hallo Domian. Hallo Hannelore.
Schön, dass du da bist. Deine Geschichte zur Zahl 7. Ja, ich war heute bei der Bank und ja, ich musste da was einzahlen. Mir geht's im Moment nicht so gut. Ich habe Hartz IV und habe das neu eingereicht. Und normalerweise müssen sie das ja zum ersten überwiesen haben. Und da habe ich mal nachgeguckt, wie es aussieht. Ich musste einen neuen Antrag stellen und es war eben noch nicht so weit. Oh, und da dachte ich, ziehst du mal deine Kontoauszüge und guckst mal nach. Und vor mir war ein gut situierter, gut gekleideter, situierter Herr. So, man sieht das ja so, wie die so aussehen. Ne? Wie die so aussehen. Und ich dachte, der hat vergessen, sein Geld herauszunehmen. Woraus? Aus dem Automaten? Aus dem Automaten. Mhm. Der ist weggegangen, der war schon bei der Tür und ich stand hinter ihm und wollte an den Automaten ran. Ne? Ja. Und ich, das ist so sekundenschnell alles durch meinen Kopf geschossen, das war verrückt. Er war schon an der Tür, wie gesagt, ich bin dann hingegangen, dachte ich, nimmst das Geld jetzt? Mhm. Du könntest es ja eigentlich gut gebrauchen. Ne? Konntest du im ersten Moment sehen, wie viel? Ob das sehr viel war? Nein, ich konnte nur sehen, dass es mindestens so 300 da waren. Ja. Und der Rest war irgendwie Kleingeld, ja? Ja, ja. Und dann, dann bin ich da hingetreten zum Automaten, habe das Geld rausgezogen. Ich war noch am Zögern. Ja. Ich dachte, was machst du jetzt? Also das ging alles so sekundenschnell. Ja, ja. Bist du jetzt ehrlich? Bist du jetzt ehrlich? Oder bist du nicht ehrlich? Ja, ja, ich war ja nun verdammt nochmal ehrlich. Du hast wenig Geld und der Typ sah ziemlich reich aus. Ja. Was hast du gemacht? Ja, ich habe das Geld genommen, hab rausgenommen und er hat dann nochmal nachgezählt und hat gesagt, ja, das sind meine 700 Euro und ist dann gegangen und hat Dankeschön gesagt. Ich habe gesagt, ich hätte ehrlich sein können. Also du hast sie rausgenommen und hast sie ihm gegeben? Ja, ich bin sogar noch hinterher gerannt. So, das wollte ich wissen. Draußen. Ja, ja, er war also schon draußen. Du hast es rausgenommen, das Geld, hast es ihm gegeben. Es waren 700 Euro. Ja. Er hat es genommen und ist gegangen, hat Tschüss gesagt. Ja, und er hat gesagt, schönen Dank. Habe ich gesagt, ich hätte es mir ja auch einstecken können. Mhm. Und da hat er gar nichts drauf gesagt. Er war zwar sehr nett und freundlich, aber jetzt hinterher zu Hause habe ich mir irgendwie gedacht, selbst wenn ich ehrlich gewesen wäre, ich hätte das ja auch noch anders machen können. Ich hätte ja hingehen können dann zum Bankschalter und sagen können, das war nämlich irgendwo heute Nachmittag. Mhm. Ich weiß nicht, es war aber nicht um 17 Uhr oder sowas. Mhm. und hätte dann sagen können, ich habe das gefunden, der Herr vor mir war dran und, wahrscheinlich hätten die das dann auch irgendwie rausgefunden durch irgendwelche Daten und dann hätte ich ja vielleicht noch einen Finderlohn gekriegt. Also, der Mann hätte sich nur wirklich nichts vertan, wenn er dir 50 wenn er mir Euro, vielleicht 10, 10 Euro oder 10, so genau. Ja. Aber so sind die Leute, ne? So sind die Leute. Dankeschön und weg. 10 Euro hätte dem wahrscheinlich nicht wehgetan. Ja, also. Und du hättest dich gefreut. Und er hat ja auch noch zu mir gesagt, ich hätte das wahrscheinlich erst in 2 Stunden gemerkt. Ja. Aber wie groß war die Versuchung? Sag ganz ehrlich. Nee, das ging blitzschnell. Blitzschnell. Bist du eine ehrliche Seele? Ja, leider manchmal. Nein, das ist schon gut. Ja, und vor allen Dingen, ich hätte das Geld so dringend gebraucht und zu Hause habe ich mir überlegt, denn hinterher ist es mir eigentlich bewusst geworden, was hättest du damit anfangen können, was hättest du damit machen können. Ja, aber du hättest ein schlechtes Gewissen gehabt. Ja, ja, also ich glaube, ich hätte nicht schlafen können. Ja. Ich hätte gedacht, die Polizei verfolgt mich oder sonst irgendwas. Nein, weil aber ich wirklich allein, so eine super ehrliche Seele bin. Allein 10 Euro wären schon nett gewesen, wenn er dir die gegeben hätte. Ja. Trotzdem finde ich gut, dass du so gehandelt hast, wie du gehandelt hast. Und der Mann sollte sich ärgern und sich schämen, dass er sich so verhalten hat. Du hast dich richtig verhalten, finde ich. Gratulation. Ich denke mal, die erste Anruferin, die du da hattest, die hat dir gesagt, diese ganzen Sprüche, die sie gesagt genau, hat. Genau, ja. Und ich habe auch 7 magere Jahre hinter mir. Ja. Und vielleicht, weil ich so ehrlich bin, vielleicht rentiert sich das irgendwo. Ja. Mir geht's wirklich. Ja. Entschuldige, wenn ich jetzt so ein bisschen traurig bin, aber. Ja, aber es ist immer gut, sich gut zu verhalten. Ich glaube immer so, dass schon alles auf einen zurückschlägt. Das Schlechte und auch das Gute. Und wenn du dich heute gut verhalten hast, ist das, glaube ich, schon viel wert. Möchtest ja, bloß, denn vorhin, es war auch heute Abend so um 12:30 oder so, da habe ich gedacht, ach,
Domian hatte, ich gucke nämlich ständig da eine Sendung, ja, ne? Weil ich ja auch keine Arbeit habe und so. Und ja, da sind ja auch viele Sachen dabei, die total interessant sind, was die Leute da alles so reden. Und man lernt ja auch ein bisschen draus. Mhm, ne? Mhm. Habe ich gedacht, da musst du jetzt anrufen. Und das erzählt. Aber ich bin wirklich gleich durchgekommen. So, Hannelore, ich sage mal, das war ein Glückszeichen heute, dass du dich so gut verhalten hast. Und das möge dir wirklich Glück bringen. Ja, das brauche ich auch. Alles Gute von Herzen. Ja. Auf Wiedersehen. Danke. Tschüss. Auch. Dankeschön. Tschüss. Und alles Gute an deine Redaktion. Dankeschön. Werde ich ausrichten. Ja. Und mach weiter so. Ist wirklich super geil. Dankeschön. Tschüss. Ja. Tschüss. 0800 220 5050 zu unserem Thema 7. Und wer ist hier? Hier ist Sandy. Und Sandy ist 19 Jahre alt. Hallo, Sandy. Hallo. Hallo. Ja. Thema 7. Ja. Es geht darum, dass vor circa 7 Jahren mein sexueller Missbrauch beendet wurde. Mhm. Jetzt in den Tagen, das wurde mir dann richtig klar. Ja. Wie lange hat der angedauert? Fast 10 Jahre. Fast 10 Jahre? Ja. Moment, da muss ich mal rechnen. Vor 7 Jahren aufgehört, das heißt, da warst du 12. Ja, und das heißt, mit circa 3 Jahren fix an, bis ich 13,5, 12,5, 13 war, ein bisschen um den Dreh. Wer hat das getan? Mein Vater. Mein Vater. Ja. Woher weißt du, dass das so früh angefangen hat? Es ist halt so, teilweise in dem Alter weiß man das irgendwie nicht, wenn man so jung ist, aber es ist halt durch Erzählungen von Familie, wo man war, was man unternommen hatte und irgendwie denke ich mir, dass ich vielleicht irgendwas wahrgenommen hatte. Mhm. Vielleicht, dass mir wehgetan wurde, dass sich das eingeprägt hat. Und ab wann setzen denn deine Erinnerungen so ein? Also teilweise von ganz früher, das weiß ich nur manchmal, das sind dann wie Filmrisse. Mhm. Aber so mit 4, 5 Jahren fängt es dann wirklich an, dass ich wirklich weiß. Teilweise weiß ich wirklich nur noch Bruchstücke, aber manchmal da weiß ich wirklich, okay, das ist genau das passiert, dann weiß ich, mein Vater hat da eine geraucht oder wir waren irgendwo da. Und wie oft ist das passiert? Manchmal täglich, manchmal alle 2 Tage, alle 3 Tage. Manchmal war es auch täglich und dann nur ein paar Tage Ruhe. Hm. Das heißt, dein Vater hat dich zu sexuellen Handlungen genötigt? Ja, und ich wurde auch einmal vergewaltigt. Wie alt warst du da? 12. 12. Und eine kurze Zeit danach war Ruhe erstmal. Und dann ist nach circa 4 Monaten ungefähr, musste ich halt meinen Vater auch noch einmal befriedigen. Musstest du deinen Vater noch einmal befriedigen? Ja, und danach war es dann vorbei. Warum war es dann vorbei? Vielleicht, weil ich meine Tage bekommen hatte. Das ist Angst, dass was rauskommt. Mhm. So, quasi die ganze Kindheit über hast du dieses Grauen erlebt. Und das fast täglich, wie du gerade gesagt hast. Welche Rolle spielt deine Mutter darin? Ich habe meiner Mutter nie was gesagt. Mein Vater hat mir damals gedroht. Was hat er gedroht? Was hat er dir angedroht? Dass er ins Gefängnis kommt, meine Mutter. er hat mir gedroht, dass er mir was antun könnte, dass Mama unglücklich sein wird. Ja, und dann hat man als Kind natürlich wahnsinnige Angst, ne, dass das passiert. Und ich habe auch heutzutage noch Angst, dass die Familie zerbrechen könnte. Ich war schon ein paar Mal wirklich dahin, beinahe zur Polizei gegangen, dass ich wirklich mit meinem Freund im Auto saß und dann auf dem Parkplatz gesagt, nein, komm, dreh um, ich kann nicht. Mhm. Das heißt, er ist nicht angezeigt bis heute? Nein. Mhm. Wissen viele Leute mittlerweile, was passiert ist? Nein, mein Freund weiß es. Mhm. Und eine sehr, sehr gute Freundin von mir, die ich schon lange kenne. Das heißt, deine Mutter auch nicht? Nein. Gibt es noch andere Kinder oder gab es noch andere Kinder in der Familie? Ja, aber ein Bruder. Aber einen älteren oder jüngeren? Einen jüngeren. Mhm. Aber da kann ich wirklich sagen, dass da nichts passiert ist. Mhm. Wie ist dein Verhältnis heute zu deinem Vater und wenn du nach Hause kommst? Oder wohnst du noch zu Hause? Nee, ich wohne nicht mehr. Ich bin vor längerer Zeit ausgezogen. Ja. Meine eigene Wohnung bezogen. Auch ein bisschen weiter weg von meinem Elternhaus. Mhm. Ja, wie soll ich das beschreiben? Also es ist irgendwie eine Differenz zwischen uns. Mhm. Und irgendwie ist dann trotzdem noch dieses
Vater-Kind-Gefühl ist trotzdem noch da, weil ich... Was ist das für ein, lass mich fragen, was ist das für ein Vater-Kind-Gefühl? Gehst du so weit, dass du sagst, obwohl er das gemacht hat, liebe ich ihn irgendwie auch noch? Ja, irgendwie schon. Mhm. Weil er nicht nur schlechte Seiten an sich hatte. Ich weiß, dass er mir wirklich die Kindheit kaputt gemacht hat. Mhm. Aber ist das nicht so schlimm, dass das irgendwie so überwiegt in dir? Dass du sagst, der hat mir so viel angetan, dass ich das Gute, was er auch vielleicht hat, dass das gar keine Rolle mehr spielt? Manchmal. Mhm. Also ich hatte auch schon mal ein Messer in der Hand und wollte ihm das im Rücken stechen. Mhm. Aber irgendwie, das ist wirklich an manchen Tagen, dass ich habe auch teilweise schon irgendwelche Vasen durch die Gegend geschmissen, weil ich dann so eine Wut in mir hatte. Machst du eigentlich deine Mutter irgendwo Vorwürfe, dass sie, die muss das ja bemerkt haben. Eigentlich müsste sie es heute noch bemerken, dass da irgendwas nicht stimmt, dass du seltsam bist. Sie muss es früher vor allen Dingen gemerkt haben, dass mit ihrem kleinen Mädchen was nicht stimmt. Das war ja so, meine Mutter hat damals noch gearbeitet. Mhm. Und die war dann eigentlich immer weg. Mhm. Oder mein Vater war halt mit mir irgendwo anders. Also nicht da, wo meine Mutter dann war. Also du machst ihr keine Vorwürfe? Irgendwie denke ich mir schon, Mama, warum warst du nicht da? In der Zeit habe ich dich mehr gebraucht als jemals zuvor. Aber irgendwie, wie sollte meine Mutter es mitkriegen, wenn sie nie da war? Und ich habe wirklich Vertrauen zu meiner Mutter, aber ich habe bis heute Angst, eben die Familie zu zerbrechen, wenn ich das sage. Wenn ich meiner Mutter sage, du, das und das ist passiert, dann habe ich Angst. Hast du auch Angst? Hast du auch Angst, dass sie das nicht glauben würde? Das eher weniger. Weil meine Mutter weiß, dass ich sie nicht anlegen würde. Mhm. Sie weiß auch, wenn wirklich irgendwas Schlimmes ist, dass ich auf jeden Fall ernst wäre, egal was wäre. Du hast jetzt, infolgedessen, was du gerade gesagt hast, dass nur ganz wenige Leute etwas wissen, du warst auch nie bei einem Psychologen. Nein, also ich habe mir mehrere Therapeutinnen, weil ich nicht zum Mann hingehen möchte, mehrere Therapeutinnen rausgesucht, aber das Problem ist halt, ich bin da hingegangen und dann bin ich wieder umgedreht. Ich habe Angst, dass irgendwelche Sachen hochkommen, von denen ich nichts mehr weiß, wo ich nicht weiß, in dem Moment, scheiße, wie soll ich damit umgehen? Aber weißt du, was mich dann sehr wundert, dass du mich anrufst hier und mir das erzählst? Ja, das ist auch ein großer Schritt und ich bin jetzt stolz auf mich, denn ich habe jetzt die Tage bei einer Selbsthilfegruppe angerufen, zu der ich jetzt morgen hingehe und ich hoffe, dass ich dadurch jetzt die letzten Wege schaffe und das ist ein schwerer Weg für mich dahin zu gehen. Das glaube ich, Sandy. Aber mir zeigt es, wenn du dich von Eigeninitiativ um eine Selbsthilfegruppe gekümmert hast, wenn du hier im Fernsehen, im Radio anrufst und deine Geschichte, die für dich sehr belastend ja ist, wenn du dich traust, das zu erzählen und wenn du das vor allen Dingen auch erzählen möchtest, heißt das für mich ja, dass da ein großer Wille sich breit macht in dir, dass du arbeiten möchtest an dir, dass du auch mit dieser Vergangenheit irgendwie ins Reine kommen möchtest. Und das finde ich auch ganz wichtig. Ich finde das ganz toll mit der Selbsthilfegruppe. Und vielleicht resultiert daraus dann auch die Entscheidung, dass du irgendwann dann schon zu einer Therapeutin gehst und dich auch dann behandeln lässt. Weil ich sage dir, ich glaube, dass du so verletzt worden bist seelisch, da brauchst du Hilfe von außen. Du musst das für dein eigenes Leben tun. Du bist so jung, du bist 19 Jahre erst alt. Du hast ja ein Recht darauf, irgendwann auch mal wieder relativ normal zu leben. Und das hat der Mann dir versaut bisher. Ja, also ich hatte teilweise, ich bin jetzt seit fast 5 Jahren mit meinem Freund zusammen. Mhm. Der weiß alles. Mhm. Der ist auch, manchmal kannst du mir denken, ich bin jetzt schon so weit, ich habe früher immer noch irgendwie daran gedacht, was früher war. Manchmal habe ich meine Tage, da bin ich glücklich und da denke ich nicht daran. Mhm. Dann versuche ich einfach, dann sage ich mir selber, sehe zu, dass du den Tag jetzt genießt. Du hast nicht jeden Tag das Glück, dass du mal nicht an irgendwas erinnert wirst. Mhm. Und es ist aber jetzt auch so weit, dass mein Freund auch nicht mehr weiß, wie er mit mir umgehen soll. Mhm. Weil ich teilweise so starke Depressionen habe. Ich habe umso wichtiger ist es, weil nachts auf ihn eingeschlagen, weil ich Angst hatte, dass mein Vater neben mir liegt. Ja. Also umso wichtiger. Dann tust du das für, du tust es für dich, du tust es aber auch für eure Beziehung. Ja. Ne? Dass du auch ein Leben hat. Genau, ganz genau. Kannst du oder konntest du überhaupt, als du mit deinem Freund zusammen bist, konntest du mit ihm schlafen und Sexualität genießen? Ich
hatte ihn ja kennengelernt gehabt und ich hatte ihn von Anfang an gesagt gehabt, dass sowas passiert ist, mhm. dass ich nicht weiß, wie ich auf jemanden, den ich liebe, reagieren könnte. Mhm. Wir hatten oft darüber geredet am Anfang, mhm. also das erste Date, muss ich ehrlich sagen, wir haben nur darüber geredet. Mhm. Also wir hatten eigentlich keine Zeit, uns wirklich so kennenzulernen, sondern mhm. nur meine Vergangenheit. Ja. Und am Anfang war es schon komisch. Ich habe mich auch teilweise geekelt und habe gesagt, nee, komm, hör auf, geh raus, ich will dich jetzt nicht mehr sehen. Aber hat sich das bis heute verändert? Ja. Also bis heute ist das Vertrauen aufgebaut, weil ich... Ist es denn so, dass du auch Lust bei der Sexualität empfindest mit deinem Freund? Ja. Das schon. Mhm. Also, hast du aber auch einen tollen Freund, dass der auch so sensibel damit dir umgeht? Ich bin auch sehr stolz. Mhm. Also bei ihm ist das halt auch seine Familie. Ich bin letztes Mal auch zum Essen eingeladen worden, bin dann da abgehauen. Ja. Weil ich einfach, ich fühle mich da irgendwie zu Hause und das wurde mir alles zu eng und irgendwie war ich so aggressiv, weil irgendwas von früher wieder hochkam. Mhm. Und das sind halt auch so Situationen, wo dann auch gesagt wird zu meinem Freund, du bist echt ein armes Schwein. Ja. Also umso wichtiger, dass jetzt alles ein bisschen in die Gänge kommt. Und vielleicht sogar dann daraus resultiert die große Frage, die wichtige Frage, ob du ihn anzeigst. Aber darum geht es jetzt im Moment noch gar nicht. Im Moment geht es darum, dass du Hilfe bekommst und Hilfe annimmst und dass du mit... Ich hoffe, irgendwann mit einer Psychologin, mit einer Therapeutin arbeiten wirst können. Möchtest du gerne noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen? Ich möchte vorweg noch den anderen was sagen, die vielleicht zuhören. Mhm. Und zwar denjenigen, denen das passiert ist, seid nicht so feige, dass ihr nicht irgendwas macht. Ihr braucht jemanden nicht unbedingt anzeigen, um glücklich zu sein, sondern seht zu, dass ihr die Zeit, die ihr habt, genießt. Man hat nicht viel Zeit. Mhm. Okay. Liebe Sandy, legst du bitte auf und wir rufen dich nochmal an, okay? Danke. Alles Gute. Dir auch. Tschüss. Tschüss. So, an dieser Stelle, ihr lieben Hinweis für und auf Samstag. Samstag ist bei uns Promi-Tag und ich habe den Filmstar Sophie Schütt bei mir zu Gast. 23.45 Uhr im WDR Fernsehen. Und wenn ihr euch gerne mit Sophie Schütt unterhalten wollt, dann meldet uns doch am besten schon, nämlich unter domian@wdr.de. Unser Thema heute Abend heißt 7 und wer sich darüber mit mir unterhalten will zum Thema 7, bitte jetzt anrufen 0800 220 50 50. Thekla, 41 Jahre alt. Hallo Thekla. Ja, hallo. Thekla, du hast auch dich gemeldet zum Thema 7? Ja, genau. Warum? Ich habe vor ungefähr 10 Jahren mal beim Spiel 77 7777 D-Mark gewonnen. Ach, sag bloß. Das ist ja wirklich dann alles eine Schnapszahl. Ja, genau. Na, das ist ja, das Spiel ist so auch, da kann man wohl nur Geld mit 7 gewinnen. Also, so wie ich das verstanden habe. Ich habe das erste Mal in meinem Leben Lotto gespielt. Mhm. Eine Freundin hat mich dazu überredet damals. Da war wohl gerade ein besonders hoher Jackpot. Mhm. Und die war bei mir zu Besuch und wollte noch unbedingt schnell in den Zeitungsladen Lotto spielen gehen. Und ich habe gesagt, gut, okay, dann komme ich mit und habe das mal so mitgemacht und habe den Lottoschein ausgefüllt. Und dann hat mich die Verkäuferin im Laden gefragt, als ich das alles ausgefüllt hatte, naja, ob ich auch noch, da weiß ich nicht, was da noch war, Spiel 77, ja, noch irgendein anderes Extraspiel, ob ich das auch noch mitmachen, ja, will. Und dann sage ich, ja, okay, mache ich noch. Und dann hat sie das noch so zusätzlich angekreuzt. Und dann habe ich den Schein halt abgegeben. Und dann habe ich halt ein paar Tage später im Fernsehen die Lottoziehung angeguckt und habe gesehen, dass meine Lottozahlen also alle nicht gestimmt haben. Mhm. Und dann habe ich halt den Schein natürlich alles vernichtet, weggeworfen. Mhm. Ich hatte auch keine Ahnung davon und gar nichts. Und dann habe ich ein Vierteljahr später Post bekommen und habe eben erfahren, dass ich einen Gewinn gemacht habe. Ja. So, aber hatte überhaupt null Ahnung, was das jetzt gewesen ist. Und das war ein Samstag und da habe ich die Post bekommen. So, jetzt hattest du deinen Schein aber schon weggeschmissen.
Ja, den, aber das ging dann nachher über Personalausweis. Ach so. Hat dann funktioniert. Also ich bin dann in den Zeitungsladen runter, wo ich gespielt habe, und habe halt gefragt, was es damit auf sich hat. Und da haben die gesagt, naja, sie haben anscheinend in Spiel 77 gewonnen. Mhm. Aber das muss eine hohe Zahl sein, denn also das muss was über 1000 Mark sein. Denn bis zu dem Gewinn von 1000 Mark hätten die mir das im Zeitungsladen auszahlen können. Ja. Und dann haben sie gesagt, naja, wenn das was da drüber ist, wenn sie da schon hinbeordert werden zu der Gewinnstelle, dann muss das was über 1000 Mark sein. Wie spannend. Ja, das war total spannend, weil es ein Samstag war und ich konnte dann erst am Montag irgendwie da hinfahren. Und dann bin ich das ganze Wochenende da irgendwie rumgelaufen und dann habe ich mich mit Freunden unterhalten und die haben dann alle gesagt, na Spiel 77, da kannst du, das kann dann, also wenn es über 1000 Mark ist, dann kann das nur was mit 7000 Mark sein. Ja. Und da habe ich gesagt, na, das kann ja gar nicht sein, das glaube ich überhaupt nicht und so. Ja, und so, dann bist du Montag dann da hingefahren und dann haben die dir gesagt, dass du, sag die Zahl nochmal, wie viel du gewonnen hast. Ja, und dann haben die gesagt, 7777 Mark. Super, super. Das ging dann mit dem Personalausweis und diesem Schreiben halt und dann bin ich da halt hin und dann habe ich halt dieses Geld dann, habe ich halt gecheckt. Ich bin da gar nicht so ganz informiert, hätte das auch noch mehr sein können? Das hätte auch noch höher sein. Und wie kommt das? Ist das jetzt ein Zufall? Das ist 7777? Ist das ein Zufall? Ich habe halt dieses Spiel ankreuzen lassen, Spiel 77. Und da kann man dann eben auch, weiß ich, 777.000 Mark gewinnen oder 17.000. Ach so, das ist dann auch mal ein Spiel mit der Zahl 7, ne? Ganze. Ja. So, 7.000 Mark ist natürlich eine schöne Geldsumme gewesen. Was hast du damals mit dem Geld gemacht? Ich habe das erste Mal sowas gemacht und nur durch Zufall angekreuzt, weil eine Freundin dahin gegangen ist, hatte gar keine Ahnung davon. Was hast du mit dem Geld gemacht? Ja, ich habe dann, also damals war ich noch verheiratet, war mit meinem Mann noch mit den Kindern zusammen und wir haben dann eine Winterreise davon gemacht und haben auch noch ein bisschen so Möbelstücke für die Wohnung gekauft. Ja, da war es weg auch, ne? Ja, ein paar. Ja, genau, aber das haben wir auch genossen dann. Hast du denn dann hinterher nochmal gespielt? Nee, nicht mehr. Nee, ich bin eigentlich gar nicht so, dass ich sowas so mache, so Lotto spielen und sowas. Man könnte ja meinen, wenn jemand einmal da so ein Glückstreffer, der war jetzt keine Riesensumme, aber immerhin, es war ja schon ganz schön, dass du da irgendwie Blut geleckt hättest, dass du sagst, jetzt fange ich an. Weil ich denke, das ist so ein Zufall. Ich habe auch vorher, wenn ich so mal auf dem Rummel bin und Lose ziehe oder so, auch noch nie einen Hauptgewinn gemacht oder so. Also ich bin da immer nicht so überzeugt von eigentlich von diesen Aktionen. Aber siehste, nun hat es bei dir dann doch geklappt. Ja, genau. Aber es klappt bestimmt nicht zweimal, denke ich dann immer. Dann nimm es einfach so hin, freu dich, dass es einmal geklappt hat und es war halt dann gut und so war es dann. Ja, genau. Liebe Thekla, danke für deinen Anruf. Gut, okay. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050 oder domian@wdr.de zum Thema 7. Zum Thema 7 auch die Heidi, und Heidi ist 59 Jahre alt. Hallo Heidi. Ja? Ja, guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Heidi, ja? Also ich habe auch eigentlich ein ganz lustiges Thema, und zwar bin ich am 7.7.45 geboren. Ja. Am 7.7.45? Ja. Ja. Aber das stimmt nicht, ich bin am 8.7. geboren. Am 8.7. geboren? Ja. Ja. Und zwar? Noch verstehe ich die Geschichte nicht, aber du wirst es mir erklären. Ja, ich werde es erklären. Also das war kurz nach dem Krieg. Ja. Und die Hebamme, das war an einem Sonntag, die hat dann noch den 7.7. eintragen lassen, weil meine Eltern dann für die ganze Woche noch Lebensmittelkarten bekamen. Verstehe. Und meine Schwester, die 15 Jahre älter ist, die hat auch meist erst am 8.7. mir gratuliert. Wann ist das denn rausgekommen? Wann hast du es erfahren? Ich habe es nur durch meine Geschwister oder Tanten erfahren. Ja, wie alt warst du da? Wenn ich das noch wüsste. Also ungefähr. Warst du 10 oder warst du 20 oder warst du 5? Ja, eher 20. Eher 20? Ja. Das heißt, also die ganze Jugend und Kindheit hast du den Geburtstag quasi am falschen Tag so für dich begangen. Ganz genau. Am 7. Aber die 7 ist eigentlich meine Glückszahl. Das ist deine Glückszahl. Weil ich das kurios finde. Ja, das ist wirklich kurios. Hast du dann die Gelegenheit noch gehabt, mit deiner Mutter darüber zu sprechen? Nein, das war so und... Das ist so hingenommen worden. Ja, ja.
Also das wurde irgendwie gar nicht erörtert. Ach, du hast deine Mutter, nachdem die Geschwister es dir erzählt haben, hast du deine Mutter gar nicht drauf angesprochen? Nee. Nee. Das ist mir jetzt auch, das kommt mir jetzt auch erstmal in den Sinn, also dass ich das versäumt habe. Ja. Genau, ganz genau. Leider kann ich meine Mutter nicht mehr fragen, die ist verstorben. Ja, aber offensichtlich hat deine Mama das deiner Schwester oder den Geschwistern, du hast mehrere Geschwister? Ja, zwei Schwestern, aber wie gesagt, meine Schwester war ja schon 15, dass sie das auch noch, dass sie das schon richtig mitbekommen hat. Die haben das richtig mitbekommen. Jetzt vielleicht kann ich direkt erzählt die Mutter, sondern die hat es mitbekommen. Ne? Ja. So, jetzt bist du heute 59. Ja, ich werde jetzt 60. Wirst 60, das heißt, du hast viele Geburtstage schon hinter dir. Ja. Wann feierst du denn den Geburtstag? Am 7. oder am 8.? Am 7. Am 7., weil der 7. ist nun mal so eingetragen. Eigentlich könnte ich ja zwei Tage feiern. Das ist überhaupt die Idee. Ja. Das ist überhaupt die Idee. Du könntest dich zweimal jedes Jahr beschenken lassen. Schon. Ne? Jetzt ist, also musst du aber jetzt einführen. Jetzt aber ja, wenn ich dann auch so viel älter würde, dann wäre ich ja schon, würde ich ja schon 120. Ach nee, so wollen wir es ja gar nicht rechnen. Nein, nein, nur um die doppelte Zahl der Geschenke abzusahnen. Ja. Ja, das ist wirklich eine lustige und kuriose Geschichte. Aber so waren die Zeiten damals, ne? So war das. So war das, ja. Ne? Ja. Und, Not macht Erfinderin. Ja, und man kann es auch niemandem übel nehmen, ne? Eigentlich ist es ja auch Urkundenfälschung. Ja, eigentlich schon. Aber es ist ja aus der Not heraus entstanden. Ganz ne? Genau. Insofern. Ich sehe das auch nicht. Ich sehe das eigentlich, das ist immer so ein lustiges Anekdötchen. Ja, man kann, ich hatte letztens goldene Kommunion und da habe ich das dann auch zum Besten gegeben. Ja, man kann drüber schmunzeln, in der Tat. Das finde ich auch. Gut. Ja. Heidi, danke für den Anruf. Ja, und, bitte. Und alles Gute weiterhin. Mach so weiter. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Sophie Schütt ist mein Gast am Samstagabend im Promi-Talk um 23.45 Uhr, der Fernsehstar Sophie Schütt. Und wenn ihr gerne mit Sophie Schütt euch auch unterhalten wollt, dann meldet uns die Frage und das Thema und eure Telefonnummer. Und dann rufen wir euch gegebenenfalls am Samstag in der Sendung zurück um 23.45 Uhr hier im WDR-Fernsehen. Jetzt bin ich verbunden mit Georg und Georg ist 48 Jahre alt. Hallo Georg. Hallo Domian. Ja. Erstmal Hut hoch für deine super Sendung. Dankeschön. So, 48, ne, bist du, habe ich gerade gesagt. 48, ja. Genau. Als Vorfeld erstmal, ich bin seit 26 Jahren verheiratet. Ja. Leider kinderlos geblieben. Ja. Ehemals aus meiner Seite. Und jetzt haben wir uns immer Kinderersatz angeschafft. Mhm. Und das sind mittlerweile 7 Wellensittiche. 7 Stück. 7 Wellensittiche? Ja. Warum gerade 7? Das hat sich so ergeben. Zufall. Wir sind ab und zu mal losmarschiert in einem Zoogeschäft. Ja. Oder da, wo wir auch immer unser Futter wegholen. Ja. Und da haben wir so wunderbare Exemplare gesehen. Da, Junge, komm, die nehmen wir mit. Wie sehen die aus? Ich hatte ganz als Kind auch mal einen Wellensittich, aber so blau. Also ganz, wir haben da verschiedene Farben. Ja. Und auch verschiedene Rassen. Mhm. Und zwar haben wir zwei australische Schecken. Sag bloß. Die haben hinten auf dem Kopf einen kleinen weißen Fleck. Aha. Daran erkennt man, das habe ich auch nicht gewusst. Und wie sehen die vorne aus? Ja, so ganz normal, eine schöne Maske haben sie vorne. Ja, welche Farbe? Das war einmal in schwarz-weiß. Ja. Dann haben wir einen ganz gelben. Ja. Dann die Originalfarbe in grün-gelb. Ach, das ist die Originalfarbe? Ja. Das ist die Original-Wellensittich-Farbe. Richtig. Guck mal, was wir alles lernen hier. Die Original-Wellensittich-Farbe ist gelb-grün. Richtig. Ja. Dann haben wir einen so in so einem Taubengrau. Ja. Und zwei in ganz dunkelblau. Wow. So, wie heißen die denn? Alle Hansi 1, Hansi 2? Nein, nein, nein. wir haben also 3 Weibchen und 4 Männchen. Oh, da geht's aber zur Sache da, oder? Jo, da geht's ab und zu mal richtig rund. Und kriegen die auch Junge? Nein, darauf haben wir uns nicht fixiert. Wenn, also wir müssten da schon was reinlegen, so ein Nist. Also, so Eiablege. Da würden wir was machen. Ja. Aber das wollen wir nicht. Warum? Ist doch süß, wenn da neue Kleine kommen. Ja, sicher schon, aber das macht uns so viel Arbeit. Na, wir wollen Freude an den Tieren. Also wir waren bei den Namen stehen geblieben. Wie heißen Sie? Ja, also das ist Molly. Molly. Niki? Nein, Niki. Susi? Ja. Flecki? Ja. Felix? Ah, einer ohne I hinten. Ja. Mackie? Ja.
und Jackie. Und ihr haltet die alle auseinander? Ihr kommt nicht durcheinander? Nein, gar nicht. Ja. Wenn man so ruft, die reagieren sofort auf ihren Namen. Ehrlich, die Tiere, ja. Ehrlich, bei den vielen Tieren reagieren die auf diese sehr ähnlich klingenden Namen? Ja, ist richtig. Ach. Ist richtig. Ja. Und ich habe das schon mal gehört, aus einer Fachmesse in Recklinghausen damals war das mal. Ja. Da hatten die mir gesagt, die hören auf den ersten Buchstaben und auf den letzten Buchstaben genau hin. Ach so. Das habe ich auch nicht gewusst. Ah ja. Ich hatte mal einen Onkel, einen Verwandten, der hatte auch einen Wellensittich, der den heiß geliebt hat und der hat immer ganz viel mit dem gesprochen. Und dann hat dieser kleine Wellensittich auch sprechen gelernt. Ja, also das ist bei denen nicht möglich, weil das ist ja so ein so der Schwarmvogel. Ach so. Also und wenn die in mehreren sind, dann die so oder an deutschen Silben einfach nicht. Ach so. Das heißt, wenn es einer ist, ist der fixiert auf den Menschen. Das ist richtig. Und hat Spaß an der menschlichen Sprache. Wenn die zu mehreren sind, haben die keinen Bock drauf und schnattern untereinander. Und das ist richtig. Wohnen die denn alle zusammen in einem Käfig? Ja, ich habe eine Voliere. Ja. Die ist 80 mal 1,70 Meter. Ja. Ah. Die habe ich auf Rollen. Ja. Und die kann ich im Hochsommer, wenn es sehr warm ist, auf dem Balkon raus. Na, ist doch ein Traum. Ist und doch ein dann Traum. Geht die Puss erst richtig ab. Also, das war Georg mit 7 Wellensittichen. Ja. Seine lieben 7 mit den vielen Namen, die ich jetzt gar nicht mehr alle mir hab merken können. Also, danke. Das macht Spaß, muss ich ehrlich sagen. Danke für den Anruf. Gerne schön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Jörg. Hallo Jörg. Zur Zahl 7. Hi. Ja, 7. Ja. Ja. Der erste Tatort-Ermittler des Westdeutschen Rundfunks hatte leider nur 7 Einsätze. Nochmal, der was? Der erste? Der erste Tatort-Ermittler des Westdeutschen Rundfunks hatte leider nur 7 Einsätze. Ja, ich verstehe jetzt kein Wort. Der erste 7 Tatort? Nein, der erste Tatort-Ermittler des Westdeutschen Rundfunks. Halt, das verstehe ich nicht. Emmedor? Was ist Emmedor? Nee, dann kommt das bei mir nicht richtig an. Nee, ich verstehe. Der erste Tatort. Ermittler. Des Ermittler. Mann, das Wort Ermittler habe ich nicht verstanden. Ich habe Emmedor. Der erste Tatort. Ermittler. Ne? Des Westdeutschen Rundfunks. Des Westdeutschen Rundfunks. Ja. Hatte leider nur 7 Einsätze. Hatte leider nur 7 Einsätze. Ja. Ja. Haben die sonst mehr Einsätze oder wie? Ja, also danach, Hans-Jörg Felmi, der hatte dann ja schon 20, Götz-George 29. Ach so, ich merke schon, du bist ein richtiger Tatort-Fan. Ja, wir hatten auch schon mal zusammen gesprochen. Ist das wahr? Ja, richtig. Ja. Deswegen weiß ich kenne mich ja auch mit den Einsätzen, dass man die einsetzt. Zählt man als Tatort-Fan die Einsätze? Ja, ach ja. So. Und der erste hat 7 Einsätze, das heißt, das war eine langatmige Geschichte, oder wie? Ja, eigentlich viel zu kurz. Für 7 Folgen, also normalerweise sind die Ermittler ja meist alle länger tätig. Ach so, ja. Manfred Krug und Charles Bohr, die kommen zusammen insgesamt sogar auf 41 Folgen. Ja. Ich glaube, Miroslav Nemetsch und Udo Wachtfeiter sind jetzt auch schon irgendwie bei Anfang 40 vom Bayerischen Rundfunk. Ja. Und Klaus-Jörg Ferdinand, der spielt auch schon irgendwo eine 30 rum. Wie gut, dass wir aneinander vorbeigeredet haben am Anfang. Ja, 7 Einsätze. Tja, aber ja, woran liegt das? Kann man nicht sagen, ne? Ja, ich weiß nur, ich habe da nur irgendwie gehört, dass damals der Westdeutsche Rundfunk gesagt hat, also dieser Kräfin, der war schon so eine Art, so wie Schimanski. Und dass man gesagt hat, also nee, der ist vielleicht doch ein bisschen zu flippig und hat diese Figur dann frühzeitig wieder rausgenommen. Ja, das sind so. Und dann kam eben der viel bravere Hans-Jörg Felmi, ne? Ich meine, der hat seine Sache ja auch sehr gut gemacht. Verstehe. Mein Lieber, aber nun haben wir uns doch noch verstanden und schön, dass du noch kurz durchgekommen bist, lieber Jörg. Ja, super. Alles Gute. Jürgen, dir auch. Danke. Ja, tschüss. Und mach weiter mit deiner Sendung. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. In der Technik war Matthias Neef. Wir sind morgen wieder da mit einer offenen Sendung. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Eine Stunde früher könnt ihr mich hier oder uns erreichen oder unter mail@wdr.de. Gute Nacht, schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.